Moin moin lieben Freunde und willkommen zurück hier bei GameTesticle. So, Raphael, ich habe auch heute ein weiteres Madden NFL 21 Tutorial für euch. Und zwar zeige ich euch heute, wie die Catching-Mechaniken in Madden 21 funktionieren. Also wie ihr einen Ball in Madden 21 fangen könnt. Ja, und falls ihr neu auf dem Channel seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr in Zukunft auch kein Tutorial und kein Gameplay mehr verpasst. Und ja, schreibt einen Kommentar und lasst ein Like da, würde mich sehr, sehr freuen. Und damit unterstützt ihr uns kostenlos. Ja, also gerne, gerne machen. Ja, ich zeige euch heute die einzelnen Arten und los geht's mit dem Possession Catch. Und der Possession Catch, den solltet ihr einsetzen, wenn ihr unter Druck seid, wenn ihr ganz, ganz sicher und unbedingt diesen Ball fangen wollt. Und besonders, wenn ihr gerade an den Rand des Spielfelds spielt. Ja, dann seht ihr hier Cortland Sutton zum Beispiel auf der rechten Seite mit Kreis. Ihr seht, der läuft Richtung Spielfeldrand. Und wenn er da ist und ihr werft da hin und ihr nutzt eine andere Passmechanik, eine andere Catch-Mechanik als eben den Possession Catch, dann werdet ihr diesen Ball nicht im Feld fangen. Und deswegen ist es eben super wichtig, dass man genau weiß, in welcher Situation man eben welchen Catch ausführt. Am Spielfeldrand und in wichtigen Situationen auf jeden Fall Possession Catch, den sicheren Catch, wie der ausgeführt wird, zeige ich euch jetzt. Und zwar müsst ihr für einen Possession Catch einfach nur X auf der PlayStation bzw. A auf der Xbox drücken. Und ja, dann habt ihr es auch schon gemacht. Ihr seht das hier und er versucht beide Beine in Bounce zu behalten. Einfach da eben X bzw. A für den Possession Catch. Ich zeige es euch nochmal. Und ihr seht gleich, ihr seht das, er versucht ganz dringend und versucht nach unten ganz, ganz kurze Schritte zu machen, um eben im Feld zu bleiben. Und wenn wir das Ganze jetzt mit einer anderen Catching-Mechanik machen, dann funktioniert das eben nicht so schön. Das zeige ich euch jetzt. So, und dann seht ihr, kein Catch funktioniert nicht. Deswegen Possession Catch immer am Spielfeld ran und in engen Situationen. Die zweite Variante ist Run After Catch. Ja, das könnt ihr machen, wenn ihr seht, okay, euer Spieler ist frei und ihr wollt danach auf jeden Fall noch weiterlaufen mit dem Ball. Das funktioniert mit dem Possession Catch nämlich nicht so richtig. Da geht der Spieler nämlich auf den Boden. Aber mit Run After Catch, der zweiten Mechanik, habt ihr eben die Möglichkeit danach noch mit dem Spieler weiterzulaufen. Das führt ihr natürlich aus, wenn ihr gerade wirklich frei seid. Ja, wenn ihr nicht im Bedrängnis seid, wenn kein Verteidiger in der Nähe ist. Wir probieren das hier mal auf die Route von Jerry Jeudy aus. Meinem, ja, jetzt einer meiner Lieblings-Broncos, jetzt neu am Start. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst einfach Viereck bzw. X auf der Viereck auf der PlayStation und X auf der Xbox gedrückt halten, kurz. Und ja, dann führt eben der Receiver diesen Run After Catch. Also ich zeige es euch nochmal. Wir werfen den Ball und dann Viereck, zack, Catch and Run. Es steht auch oben dran. Ja, dann habt ihr die Möglichkeit, einfach mit dem Ball weiterzulaufen und so noch deutlich mehr Yards einfach rauszuholen. Richtig easy. Einfach immer schön Viereck bzw. X auf der Xbox drücken. Ja, und die letzte Catch-Mechanik ist eine, die in Madden 21 ja leicht überpowered sein könnte. Das heißt, das könnte sein, dass die sehr, sehr gut funktioniert. Und aktuell sieht es eben danach aus, als wäre das der Fall. Und zwar ist das der Aggressive Catch. Ja, der Aggressive Catch ist so ein Spectacular Catch. Das ist ein Catch, wo der Spieler eben nach oben springt, ja, und versucht irgendwie atemberaubend diesen Ball festzuhalten. Vielleicht habt ihr damals OBJ gesehen, Odell Beckham Jr. mit seinem One-Handed Catch. In diese Richtung geht eben auch der Spectacular Catch, der Aggressive Catch. Ja, und da wir uns hier auf dem Touchpad quasi auf dem Controller von unten nach oben arbeiten, von X zu Viereck kommt jetzt natürlich Dreieck, ja? Weil oben Dreieck ist oben hier und der Junge springt nach oben beim Aggressive Catch. Und das zeige ich euch jetzt mal, wie das Ganze dann aussieht. Ganz wichtig, auf jeden Fall machen in Situationen, wo ihr weit den Ball spielt, ja? Wo ein Gegenspieler in der Nähe ist, versucht da auf jeden Fall mit Dreieck bzw. Y zu arbeiten mit dem Aggressive Catch und so versuchen einfach das Beste rauszuholen. Und ihr seht hier, aggressive, zack, er springt hoch, pflückt den Ball runter, ja. Und das ist eben super wichtig, das müsst ihr unbedingt machen, wenn ein Spieler in der Nähe ist und ein Gegner in der Nähe ist, habt ihr einfach die besten Chancen, am Ende dann wirklich auch mit dem Catch nach Hause zu gehen. Also immer ein Auge drauf haben, aggressive Catch. In dem Fall war es natürlich jetzt nicht korrekt, ja, weil wir an den Rand gespielt haben. Und ihr seht, das funktioniert einfach nicht. Aber wenn wir jetzt hier einfach Patrick mal auf eine Streak schicken, werfen und dann Y Aggressive Catch und Dreieck, das läuft, ja. Dann habt ihr da eben bessere Chancen auf den Catch. Also das der Aggressive Catch. Das sind die drei verschiedenen Varianten, den Ball in Madden NFL 21 zu fangen. Merkt euch einfach Possession Catch in engen Situationen und immer, immer, immer am Spielfeldrand, ja. Run After Catch, wenn ihr seht, okay, es ist kein Gegner in der Nähe und ich habe danach noch viel, viel Platz zum Laufen. Run After Catch mit Viereck bzw. X
Und dann Aggressive Catch, wenn ihr im Bedrängnis seid, wenn ihr in die Endzone spielt, ja, und ihr wollt unbedingt den Ball oben hoch runter pflücken, dann unbedingt mit Dreieck bzw. Y den Aggressive Catch ausführen. Das sind alle Möglichkeiten, den Ball zu fangen. Ich hoffe, es hilft euch weiter, euer Spiel zu verbessern. Wenn ja, dann gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Tutorial wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein, euer Rafa von GameTastical.